Jetzt freue ich mich, Gerhard Müller begrüßen zu können, zusammen mit seiner Mitarbeiterin Silvia Gaterna. Gerhard Müller ist Psychotherapeut in Würzburg. Dort hat er eine Akademie, das heißt, er bringt auch anderen die Probleme nahe und behandelt dort selbst Menschen mit Hirnschädigung, wie ich das mal nenne. Er hält jetzt hier eine halbe Stunde den Vortrag. Zusammen mit seiner Mitarbeiterin wird er danach in einem anderen Raum sein und noch weitere Fragen beantworten. Seine Mitarbeiterin hat eine vielbeachtete Arbeit geschrieben, die Cognitive Performance in Different Team Sports heißt. Kennt sich also da auch sehr gut aus. Das hat er dann zwei Experten im anderen Raum, um dann mehr dazu zu erfahren. Gerhard Müller. Ja, vielen Dank, Peter, für die Einladung hierher nach Herzogenaurach. Und für mich ist es schon eine außergewöhnliche Einladung, weil ich mittlerweile erfahren habe, dass selten so viele Trainer auch an einem Fleck sind. Oder nie. Und das ist genau das, was ich mir wünsche, die Trainer, vor allem die Trainer, das ist mein Zielpublikum. Also ich bin Neuropsychologe, das heißt, ich arbeite normalerweise mit Schädel-Hirn-Verletzten. Aber wir haben seit 5 Jahren eine spezielle Arbeitsgruppe, die sich mit der Sportneuropsychologie befasst. Und da geht es in erster Linie um leichte Schädelhirnverletzungen, also um Gehirnerschütterung. Und Sie sehen hier mein Team. Und wir sind auch ganz stolz, dass wir mit dem Thema begonnen haben, weil wir die ersten waren in Deutschland, die sich mit dem befasst haben. So, was ist eine Neuropsychologie? Wie gesagt, ich arbeite mit Schädel-Hirn-Verletzten normalerweise in der Diagnostik, in der Behandlung von Menschen, die aus der Reha-Klinik kommen, die ambulant weiterbehandelt werden, die werden in den Beruf und die Familie wieder eingegliedert. Das sind meistens Patienten mit relativ schweren Verletzungen. Das Teilgebiet der Sportneuropsychologie hat in den USA eine deutlich längere Tradition als bei uns. Ich würde mal sagen, mindestens 25 Jahre, das hat mit dem American Football zu tun. Ja, das American Football in den USA ist zurzeit eine sehr große Diskussion. Concussion ist das englische Wort für Gehirnerschütterung. Und da geht der Begriff der Concussion Crisis durch die Medien. Einerseits gibt es Menschen, die sagen, okay, wenn ich eins auf den Kopf bekomme, nehme ich an Aspirin, gehe wieder aufs Feld, mach weiter, alles okay. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die sagen, naja, Hirnerschütterungen, vor allem mehrfache Hirnerschütterungen, sind vielleicht doch gefährlich. Und vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, hat sich Präsident Obama in die Diskussion eingeschaltet und er hat gesagt, I'm a big football fan, but I have to tell you, if I had a son, I have to think long and hard before I let him play football. Und Sie können sich vorstellen, das hat eine gigantische Diskussion ausgelöst. Und das hat auch damit zu tun, dass 2011 und 2012 zwei recht bekannte ehemalige Fußballspieler sich umgebracht haben. Und die Frage war, warum? Was hat das vielleicht mit den Gehirnerschütterungen zu tun? Ja, letzten Sommer, ganz aktuell, hat die National Football League für ehemalige Profis mit den Versicherungen einen Kompromiss, ausgehandelt. Und hat 765 Millionen Dollar für ehemalige Fußballspieler, die von Gehirnerschütterung betroffen waren, erstritten. 4.500 ehemalige Spieler haben diesen Prozess geführt. Interessanterweise ist vor 2 Wochen dieser Vergleich wieder gekippt worden, aber nicht in eine Richtung, dass das Ganze weggewischt wird, sondern eher umgekehrt. Die Richterin sagte, eigentlich müsste man 20.000 Athleten berücksichtigen mit Ansprüchen für Verletzungen, die was mit der Hirnschütterung zu tun haben. Ja, um was geht es bei der ganzen Angelegenheit? Das ist relativ aktuell. Sie müssen sich vorstellen, von 20% aller auftretenden Schädel-Hirn-Verletzungen, das ist eine Studie aus den USA, oder mehrere Studien basieren beim Sport. Sie sehen selber, da gibt es große Zahlenunterschiede. Die sagen, ja, es sind zwischen 1,6 und 3,8 Millionen Kopfverletzungen pro Jahr im Profi- und im Freizeitsport. Man schätzt, dass ein Profisportler, der eine lange NFL-Karriere hat,
ungefähr 30.000 Kollisionen erlebt. Das sind natürlich nicht alles Gehirnerschütterungen, ist klar. 30.000 Kollisionen, das ist doch schon erheblich was. In Deutschland schätzt man, dass ungefähr 300.000 Gehirnverletzungen passieren. Davon sind 80% leicht. An erster Stelle Autounfälle, an zweiter Stelle Stürze, also vor allem Arbeitsunfälle, und an dritter Stelle sind schon die Sportunfälle. 2005 war es ganz interessant, da hat der FIFA-Präsident Blatter, den Sie kennen natürlich, hat bei der WM 2006 ein hartes Durchgreifen gefordert bei Ellbogenattacken im Fußball. So, weil nämlich 15% aller Verletzungen im Fußball betreffen den Kopf, sagt der belgische Vorstand, das ist der leitende Mediziner des Fußballweltverbandes. Das ist doch relativ häufig. Ja, jetzt kommt die spannende Frage, wer kennt von Ihnen einen Sportler, der in den letzten zwei Jahren eine Gehirnerschütterung erlitten hatte? Ich blende das. Okay, gut. Also es sind, ich sage jetzt mal mindestens, es haben sich mindestens 25 Leute gemeldet. Gut. Ich sage Ihnen, wahrscheinlich kennt jeder einen. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, warum das auch aktuell ist. Ich sage, jedes Wochenende passiert in der Bundesliga sowas. Wir haben in Deutschland im Fußball 70.000 Fußballspiele am Wochenende. Und man kann sich vorstellen, wie oft das passiert. Und hier ist ein Beispiel von jemand, der mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung eingeliefert wurde, der Louis Holtby beim Spiel Stuttgart-Mainz. Das Interessante war, also er hat mit dem Kopf zusammengestoßen, wie es halt im Fußball auch vorkommt. Das Interessante war, dass er nach der Behandlung wieder auf dem Platz zurück ist und dann ausgewechselt wurde und dann Beschwerden bekommen hat, Gleichgewichtsstörungen und Kopf- und Nackenschmerzen. Und dass er wieder eingesetzt wurde, das ist der Punkt, wo man genauer hinschauen muss, ob das wirklich vernünftig war. Das sage ich aber nachher was dazu. Ganz aktuelles Thema, das haben Sie wahrscheinlich alle in der Zeitung gelesen, ist der ehemalige Eishockey-Nationalspieler Stefan Ustinov, Nationalkapitän, hat lange Jahre in der NHL in Amerika gespielt, kommt ursprünglich aus dem Allgäu, so wie ich auch. Und der Stefan Ustinov hat im Alter von 36 seine vierte Gehirnerschütterung gehabt beim Spiel, war benommen, hatte Koordinationsprobleme und ist nach 9 Tagen wieder aufs Eis und hat die zweite Gehirnerschütterung innerhalb von 9 Tagen erhalten, das war vor 2 Jahren, also November 2012. Der Artikel ist ein bisschen später geschrieben worden. Und seitdem hat er Beschwerden und hat seine Karriere beenden müssen, obwohl man, ich sage jetzt mal rein medizinisch, erstmal nichts gefunden hat. Und der Stefan Ustinov ist einer von vielen Eishockeyspielern, die in Deutschland betroffen sind. So. Jetzt geht die Diskussion natürlich weiter, ja, was ist eine Gehirnerschütterung, ist das ein Problemfall, ja oder nein? Die einen sagen, bei uns gibt es das gar nicht, also ich habe so mit DFB-Leuten gesprochen, das gibt es bei uns eigentlich kaum oder so. Andere sagen, oh, das gibt es relativ häufig, wir müssen ein härteres System einführen, um das zu kontrollieren. Also das ist eine ziemliche Diskussion. Wie erkennt man denn eine Gehirnerschütterung? Ja, was kann passieren? Klar, entweder Sie kriegen direkte Schläge auf den Kopf. In dem Sport, den ich hier zeige, kommt es oft vor, ob das noch mit Gehirnerschütterungen zu tun hat oder nicht mehr ist, das ist die Preisfrage. Oder, ganz typisch, beim Handball ist es vor allem der Torwart. Der Torwart hat doppeltes Risiko zum Feldspieler, weil der Schuss teilweise 100, 120 Kilometer hart ist, vor allem wenn er von der Seite kommt. Bei Ihnen, in Ihrem Sport, gibt es viele Möglichkeiten, sich den Kopf anzustoßen. Frontal, von der Seite, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Im Fußball ist es klar, das sind vor allem die Abwehrverletzungen, wenn die hochsteigen, und die Ellbogenchecks. Die Ellbogenchecks sind nicht zu unterschätzen. Ja, sowas zum Beispiel. Okay. Ja, was ist eine Gehirnerschütterung oder eine leichte Kopfverletzung? Es ist eine vorübergehende Störung der Gehirnfunktion. Das ist das Wichtigste, es ist vorübergehend. Und es wird natürlich durch eine Krafteinwirkung auf den Kopf ausgelöst. Jetzt ist es so, eigentlich ist Gehirnerschütterung medizinisch ein altes Wort, aber es ist im Endeffekt doch wieder ausgegraben worden. Aber in viele andere Begriffe berühmt ist im englischen Bereich Mild Traumatic Brain Injury. Das ist im Prinzip auch egal, es geht darum, es sind leichte Verletzungen. In 90% der Fälle sind keine Bewusstlosigkeit dabei. In einem Schädel-Scan
finden sie normalerweise nichts. Und diese Störungen der Gehirnfunktionen sind ausgelöst durch Netzwerkprobleme, sage ich jetzt mal im Gehirn. Ja. Was kann passieren? Körperlich, das sind jetzt die typischen Beschwerden, die auftreten können. Es sind sehr vielfältige Beschwerden. Ich habe diejenigen gekennzeichnet, die sofort vorkommen, oft Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, also jetzt auf der körperlichen Ebene, Übelkeit, vor allem Gleichgewichtsstörungen, das ist ein ganz kritisches Problem, und Sehstörungen. Kognitiv, also was Konzentration zu tun hat, ist es klar, Bewusstlosigkeit, Benommenheit, logisch, aber auch wenn die Leute total verlangsamt sind, verwirrt sind, später dann Konzentrationsprobleme haben. Unmittelbar von der emotionalen Seite ist vor allem die Reizbarkeit, die dann zunimmt, und im Laufe der Tage beobachtet man dann häufig, dass die Leute eine Antriebsschwäche bekommen. Und, ganz wichtig, der Schlaf ist gestört. Im Schlaf wird sehr vieles reguliert und der kann gestört sein. Ja, diese Probleme kommen nicht immer sofort. Die können auch mal einige Stunden oder einen Tag später kommen. Und wichtig ist, wenn folgende Probleme auftreten, dann brauchen Sie sofort medizinische Hilfe. Ja, also vor allem, wenn Kopfschmerzen zunehmen. Wenn Sie ungewöhnlich müde werden und schlafen wollen, also nicht, weil Sie jetzt vielleicht am Tag vorher auf Party waren, sondern wirklich ein ganz normales Training oder Spiel heraus, dann, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind, Personen und Orte zu erkennen, das habe ich schon häufig erlebt, wir betreuen mehrere Handballmannschaften, Basketballmannschaften, Fußballmannschaften, und ich habe Spieler gesehen, die haben weitergespielt und haben dann in der Kabine ihre eigenen Leute nicht mehr erkannt und wussten nicht mehr, ob sie das Spiel jetzt gewonnen haben oder nicht gewonnen haben, obwohl sie in den letzten 10 Minuten auf dem Feld waren. Wenn die Leute sie anfangen zu erbrechen, ist klar, sofort Arzt. Wenn sie sehr ungewöhnliches Verhalten zeigen und sehr konfus sind, dann ist höchste Gefahr geboten, also unmittelbar danach. Und natürlich, ganz klar, wenn jemand Zuckungen in den Armen und Beinen hat, dann müssen wir dann denken, das könnte ein epileptischer Anfall sein. Das sind jetzt aber Symptome, die bei schwereren Gehirnverletzungen auftreten und man sofort ärztliche Betreuung braucht. Mir geht es aber eher um die leichteren Gehirnverletzungen. Das Thema Sportneuropsychologie oder Concussion Management oder wie man das nennen will, ist jetzt schon wirklich seit 25 Jahren sehr gut erforscht. Und es gibt im Profibereich beim American Football in Amerika keine Mannschaft, wo nicht neben dem ärztlichen Team auch ein Neuropsychologe mitbeteiligt ist, weil da sehr viel getan werden muss. Es gibt mittlerweile auch einen internationalen Konsensus, wie man sich da verhält. Da ist die FIFA dabei, da ist der Olympische, also das IOC ist dabei, aber vor allem auch der internationale Footballverband, Hockeyverband, Eishockey. In den USA ist das Thema ganz heiß im Football, im Eishockey, im Basketball. So, da gibt es, man kann das erkennen, da machen wir auch Schulungen dazu, also für Physiotherapeuten, für Ärzte, aber auch für Trainer. Da gibt es einfache Tests, die man am Spielfeldrand machen kann, also natürlich nicht direkt an der Linie, aber in einem ruhigeren Raum, wo man feststellen kann, ob jetzt jemand gefährdet ist oder nicht gefährdet ist, mit verschiedenen Übungen. Das ist nicht so schwierig. Wichtig sind auch Gleichgewichtsprüfungen und auch so kurze Gedächtnistests. Und diese Tests, die sind international mittlerweile empfohlen. Und der SCAT-3 heißt es. SCAT heißt Sport Concussion Assessment Tool. Ja, dieses Tool ist sehr gut geeignet, um unmittelbar vor Ort was zu machen. Also es kann auch ein Sanitäter machen, wenn der eine Schulung dazu hat. Und diese Untersuchung kann aber keinen Arzt oder Neuropsychologen ersetzen, wenn die Beschwerden bleiben. Und deswegen, wenn Sie Auffälligkeit sehen, sofort los damit. Es gibt das Ganze auch als Pocket-Scat. Das sind ganz einfache Tests, dann, wo Sie überprüfen können, liegen diese Symptome vor. Dann ganz einfache Gedächtnisfragen, wo sind wir momentan, bei der Halbzeit sind wir, wie steht es eigentlich und so. Und dann auch ein typischer Balance-Test, den man barfuß macht. Und wenn Sie da Auffälligkeiten sehen, dann sollten Sie reagieren. Also das ist was man als Trainer oder Physio ohne weiteres machen kann. Vor allem die Physios sind diejenigen. Gut, was können wir dann tun? Wir kommen dann einmal einen Schritt später und untersuchen dann, ob die kognitiven Funktionen, die jeder von uns hat und jeder braucht, egal wie schlauer ist oder nicht schlauer ist, ob die funktionieren. Also Aufmerksamkeit, Konzentration, Lernen, Gedächtnis, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, überhaupt mentale Flexibilität. Und das sind die Dinge, die wir dann untersuchen. Und wir schauen dann, ob diese Werte
dem übereinstimmen, was ein 25-Jähriger Mann können sollte. Und wenn wir Glück haben, haben wir diese Spieler schon vor der Saison untersucht, da haben wir einen Vergleich. Ja, was sind die langfristigen Folgen? Das ist das, was Sie vielleicht interessieren könnte. Also es gibt Menschen, da hat man den Eindruck, die haben schon öfter was auf den Kopf bekommen. Okay, aber bei ihm vermute ich, ist ein anderer Grund. Okay, was kann passieren? Es können verschiedene körperliche, psychische und kognitive Symptome auftreten. Die gute Nachricht ist, die Symptome verschwinden innerhalb von 7 Tagen bis 14 Tagen in 80-90% der Fälle. Das heißt, einer von 10 hat ein Problem langfristig. Kinder und Jugendliche sind deutlich gefährdeter. Die schlechte Nachricht ist, dass die 10% auf diesen Symptomen, ich sage ich mal, hängen bleiben. Ja, nach 5, nach 7 Tagen, nach 10 Tagen. Und das sind die, die natürlich ein Risiko haben, die wir betreuen. Eine Kopfverletzung mag vielleicht jetzt im ersten Moment leicht erscheinen. Ja, das kann, da denkt man sich, naja, auf dem Kopf habe ich schon öfters eins bekommen, wieder erholt. Das Problem ist aber, dass es langwierige Folgen haben kann, wenn man sich nicht damit auskennt. Okay, man kann darüber diskutieren, wo die Gehirnschüttung anfängt oder nicht anfängt. Das Wichtige ist, dass, wenn Sie eine Gehirnerschütterung haben, Sie eine erhöhte Verletzungswahrscheinlichkeit haben. Und zwar steigt die Verletzungswahrscheinlichkeit, also für irgendeine Verletzung, ums 4- bis 6-fache, wenn Sie in dieser Woche nach der Gehirnerschütterung wieder einsteigen. Ja, und warum ist auch ganz klar, Leute sind langsam, haben schlechte Reaktionszeiten, knallen irgendwo dagegen und verletzen sich. Das geht nicht nur um den Kopf. Und da gibt es gute Studien dazu, die das gezeigt haben. Auch wenn Sie sich subjektiv vielleicht schon ganz gut fühlen. Und das Problem ist, wenn Sie mehrere Kopfverletzungen haben, steigt natürlich immer mehr die Wahrscheinlichkeit, dass Sie chronische Beschwerden bekommen. Das denkt man nicht, weil man denkt immer, naja, Gehirnerschütterung geht vorbei, alles vorbei. Und ein Jahr später habe ich dann nochmal einen und es geht wieder vorbei und das Thema ist durch. Das Problem ist, je häufiger das vorkommt, desto größer steigt ihr Risiko. Und ich habe durchaus Sportler gesehen, die 5, 6, 7, 8 Gehirnerschütterungen in ihrer Karriere hatten. So, was ist das Problem, wenn man das ignoriert? Kurzfristig ist klar, ja. Auf der einen Seite denkt man sich, ich muss mich durchbeißen, was soll's, das halte ich schon durch und daheim hole ich mich wieder. Aber Sie haben ein hohes Risiko. Das zweite ist das Risiko, und das dürfte Sie als Trainer interessieren, dieser Mensch macht Fehler. Der macht wahrscheinlich größere Fehler. Langfristig ist das Problem, wenn man es ignoriert, dass das Verletzungsrisiko steigt und dass ich je häufiger in der Gehirnschüttung habe, desto länger brauche, um mich zu erholen. Wir haben gestern einen Spieler untersucht, ja. Der hat schon seine 5. Gehirnerschütterung, der hat nach der 4. Gehirnerschütterung 10 Wochen war der draußen. Ja, weil er sich nicht konzentrieren konnte, Schwindelprobleme hatte und jetzt hat er seine 5. bekommen nach 3 Jahren, war 3 Jahre schon vorbei und der ist jetzt schon 8 Wochen draußen, weil er einfach nicht klar im Kopf ist. Und das ist was, das wünscht sich natürlich keiner, ja, ist klar. Okay. Vom Post-Concussion-Syndrom, da wird oft gern gesprochen, spricht man nur, wenn einer länger als 3 Monate diese Probleme hat. Ja, auf verschiedenen Ebenen. Das sind wirklich die schwer Betroffenen. Und die Risikofaktoren sind eine Frau zu sein. Frauen haben schneller Gehirnerschütterungen und leiden mehr darunter. Alle, die über 40 sind, alle, die natürlich schon vorher eine hatten. Und Alkohol. Alkohol ist auch ein Risikofaktor. Ist irgendwie logisch, aber das ist halt das, was häufig das Problem bei Spielern ist, die das auch missachten. Okay, welche Sportler sind besonders gefährdet, länger einzuhaben? Das sind alle, die länger als eine Minute bewusstlos sind. Das sind alle, die länger als 10 Tage Beschwerden haben. Das sind natürlich alle, die schon früher eine hatten. Das sind alle Kinder und Jugendlichen. Das sind auch Patienten, die so Sachen wie zum Beispiel Migräne haben. Und Patienten, die natürlich mit Medikamenten zu kämpfen haben, aber, und das ist eigentlich banal, Athleten mit riskanter Spielweise haben das höhere Risiko. Das ist banal. Okay, lange, jetzt in den letzten Jahren hat man diskutiert, ob Leute, die in der Karriere viele, viele Kopf-Gehirnschütterungen hatten, das ist eine Diskussion, die schon bei den Boxern zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gelaufen ist, was mit denen passiert, wenn die später alt werden. Ja, also sie spielen Basketball oder Football zwischen 15 und 35 und machen dann im Leben ganz normal weiter. Und dann ist die Frage, kriegt so jemand eher Alzheimer, ja oder nein? Hat er Erkrankungen, die mit dem Gehirn zu tun haben, ja oder nein?
hat das mit diesen Kopf-Gehirnschüttelungen zu tun? Und mittlerweile weiß man, ja, bei Leuten, die jetzt, sagen wir mal, 10, 15 Gehirnschüttelungen hatten, das gibt es oft, öfter als man denkt, die haben Schwierigkeiten, wenn sie dann später mit 60 oder 70 Gehirnerkrankungen bekommen. Es gibt sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass Leute, also ein Footballspieler kriegt auch nicht, also der Anteil der Footballspieler, die Alzheimer kriegen, ist nicht höher als bei dem Rest. Mal das zur Beruhigung. Aber bei Boxern hat man gesehen, bei Boxern, die richtig viel eins auf den Kopf bekommen haben, ist, dass das Alzheimer 10 bis 15 Jahre früher auftritt, wenn er die Anlage dazu hat. Die Frage ist, was ist zu viel? Das ist eine Diskussion, das betrifft nur Sportler, die wirklich sehr viel davon abbekommen haben. Und in den USA mit den sehr, sehr vielen Leuten, die in dem Sport tätig sind, können Sie sich vorstellen, dass eine kleine Gruppe dort betroffen sein kann. So, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal was von Chris Nowinski gehört hat. Chris Nowinski war Footballer bei Harvard, wenn mich nicht alles täuscht, und hat dann, um seine Karriere etwas zu vergolden, mit Wrestling angefangen und hat dann beim Wrestling aus Versehen eins auf den Kopf bekommen. Ja, normalerweise ist das ja alles gut einstudiert und er hat eins auf den Versehen auf den Kopf bekommen, muss dann seine Karriere beenden. Und Chris Nowinski schaut heute so aus, also schon seriöser. Der hat angefangen in die Forschung zu gehen und in Boston gibt es jetzt eine an der Universität, ein Center für Study of Traumatic Encephalopathy, und der sammelt mit Medizinern Gehirne von ehemaligen Footballern, die dann gestorben sind, aus irgendeinem anderen Bereich. Und er hat jetzt in seiner Brain Bank Leute, die früher viel Football gespielt haben und dann von mir 5 oder 10 oder 20 oder 30 Jahre gelebt haben und dann irgendwie umgekommen sind, dass vom Gehirn noch was übrig war. Und der sammelt diese Brains und die werden jetzt pathologisch untersucht. Und das Interessante ist, dass die Schädigungen gefunden haben. Sie können sich vorstellen, das hat eine riesen Diskussion ausgelöst. Und das ganze Thema ist auch noch nicht vorbei. Sein Motto ist, don't wait for the autopsy. Das finde ich schon ziemlich krass, aber er kommt aus dem Feld raus und er versucht, Footballer zu überzeugen, dass sie ihr Gehirn zur Verfügung stellen. Für die Zeit, wenn es dann eines Tages mal vorbei ist. Die Forschung ist aus wissenschaftlichem Standpunkt total spannend. Ja, was ist jetzt passiert? Auch durch diese Forschung, Chris Nowinski ist im Kongress aufgetreten. Es gibt in 40 Staaten in den USA Präventionsgesetze, da geht es um Schulungen zu dem Thema, in Kanada in mehreren Provinzen. Es wird im College und im Highschool standardmäßig geschult zum Thema Concussion, also Ihre Kollegen, die kennen das gut, oder auch im Basketball, also wir haben in Würzburg, wir sind der Basketball-Hochburg, unsere Amerikaner, die kennen das alles schon, die haben das alles schon gehört. Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche aufgeklärt werden und Eltern mit ins Boot genommen werden. Man hat Stiftungen gegründet, zum Beispiel Stop Concussion, die ist jetzt auch in Deutschland gegründet worden, vom Vater von Stefan Ustorf. Und viele Personen werden schon vor der Saison im gesunden Zustand getestet, damit man einen Vergleich hat. Und es ist sehr viel mehr darüber nachgedacht worden, über den Schutz der Spieler. Und es ist viel Forschung gelaufen. Das ist ganz spannend und die Vereine und die Trainer, die machen das sehr gut mit, weil sie wissen, das bringt ihnen was. Ja, das bringt ihnen was, es bringt ihnen weniger Verletzungen und die Spieler werden besser geschützt. Okay, und mittlerweile gibt es internationale Standards, nur in Deutschland noch nicht. Da sind wir echt hinterher. Ich war vor 2 Jahren auf dieser Konsensuskonferenz bei der FIFA in Zürich. Da waren 200, 300 Leute und wir waren 3 Deutsche aus dem Eishockey. Also das ist, bei uns ist das alles noch nicht so richtig angekommen, leider. Okay, was machen wir? Schauen wir auf meine Uhr. Ja, grundsätzlich, wenn eine Gehirnschüttung passiert, erstmal Ruhepause. Raus aus dem Geschehen und dann schrittweise ins Training zurückkommen. Man behandelt eben multimodal, das heißt verschiedene Berufsgruppen, Physio, Arzt, vielleicht sogar jemand so wie ich. Und man will vermeiden, dass sich das Ganze chronifiziert. Ganz wichtig ist auch, dass sie auf den Schlaf achten, dass sie Ruhepausen machen, dass sie auch ihre körperlichen Aktivitäten reduzieren. Für Studenten oder Leute, die wahnsinnig viele PC-Spiele spielen, runterfahren erstmal die ersten Tage, 1-2 Tage. Und nicht erstaunt sein, wenn man dann auch nicht besonders gut drauf ist. Ja, das ist klar. Aber das ist was vergeht. Und wichtig ist auch,
kein Mensch hat auch eine Beschwerdefreiheit, bevor sowas passiert. Also dann dürfen Sie ja mal in die Tasche kriegen. Und dann macht man ein Return-to-Play-Protokoll, man bringt jemanden stufenweise wieder zurück ins Training, über Ausdauertraining und ganz langsam. Und das Wichtige ist, dass jede Stufe mindestens 24 Stunden unter Beschwerden ist, dann geht es weiter. Im Endeffekt dauert sowas, wenn es gut läuft, eine Woche. Okay, das macht dann der Trainer, der Physiotherapeut, je nachdem, mit wem man da in der Kommunikation ist. Und ich fasse es nochmal zusammen. Also, es dürfen keine Beschwerden in Ruhe sein, also dürfen nicht in Ruhe Kopfschmerzen haben. Es, unter Belastung darf auch keine Beschwerden kommen, sonst muss sofort der Mediziner sich die Geschichte anschauen. Wichtig ist auch, dass die kognitiven Symptome, also zum Beispiel Gedächtnisstörungen, was viele haben, oder so Konzentrationsprobleme, die brauchen länger, bis sie weggehen. Die körperlichen Beschwerden, jetzt sagen wir mal Schwindel oder Gleichgewicht, die gehen schneller weg. Und deswegen ist es der Punkt, wo wir dann auch manchmal auf den Plan treten. Okay, jetzt mal ein Beispiel aus dem Fußball, wo jemand schrittweise zurückgekehrt ist, als Rom gegen Inter Mailand, der Lucio, von der früher bei Bayern war, hat den niederländischen Torwart Martin Stecklenburg ungewollt voll in den Kopf geschlagen. Stecklenburg war einige Minuten bewusstlos, ist sofort rausgenommen worden, klar. Hat aber hinterher keine Gehirnblutung oder sowas gehabt. So, Stecklenburg sagt dann eine Woche später oder zwei Wochen später, am Donnerstag habe ich im Training eine leichte Reaktion gespürt, wir hatten hart trainiert und danach habe ich wieder Kopfschmerzen bekommen. Wir werden im Laufe der Woche entscheiden, wie viel die Nationalmannschaft spielen kann. Das heißt, er ist dann nochmal losgegangen. Und bei dem ist es wirklich schrittweise gelaufen und nach zwei Wochen war er wieder fit. Also da ist es wirklich gut gelaufen. Der Spieler, den Holtby, den ich am Anfang gezeigt habe, hat einen Fehler gemacht, ihn sofort wieder aufs Spielfeld zu bringen, weil das Risiko ist ganz enorm. Vor allem, wenn Sie innerhalb eines Spiels zweimal einen Kopfanstoß bekommen, kann das ganze System zusammenbrechen. Und die Forschung ist deswegen vor 25 Jahren entstanden, weil Leute auf dem Spielfeld gestorben sind. Da hat man gedacht, naja, Herz oder so. Aber es waren Leute, die zwei Gehirnerschütterungen innerhalb von kürzester Zeit hatten, wo das Gehirn, die Physiologie zusammengebrochen ist. Das ist ja ganz interessant, das würde man normalerweise nie erwarten. Das ist extrem selten, das können Sie sich vorstellen, aber das hat eine große Diskussion ausgelöst. Jetzt nochmal zusammengefasst, am gleichen Tag soll der Spieler, der eine leichte Kopfverletzung hat, auf keinen Fall ins Spiel zurückkehren, vor allem wenn er bewusstlos war. Also Bewusstlosigkeit ist No-Go. Er sollte eine längere körperliche und geistige Ruhepause machen, bis sich Beschwerden sich legen und dann schrittweise Wiederkehr machen. Der Punkt ist, man muss jetzt nicht jemand 3 oder 4 oder 5 oder 6 Wochen krank schreiben, das machen die Ärzte oft. Sondern der Punkt ist, man muss im rechten Moment wieder mit dem Wiedereinstieg anfangen. Und unser Ziel ist auch, den Menschen natürlich so schnell wie möglich wieder zurückzubekommen. Okay, was kann man tun? Ja, im Fußball wird diskutiert, ob man Helmpflicht einführen soll. Der Peter Cech, kennen Sie, fordert es. Ich bin als kritisch, ich glaube nicht, dass das was hilft. Also für richtige Kopfanstöße. Man kann auch anders trainieren. Ja, das ist aber keine gute Taktik. Die Kinder, also völlig bodenlos. Man hat im Eishockey sich einige Trainingsstrategien überlegt, damit weniger Kopfanstöße passieren, um trotzdem effektiv zu sein. Ja, die Aggressivität kann schon trotzdem da sein. Interessant war, dass Regeländerungen zum Beispiel dazu geführt haben, dass Kopfverletzungen stark zurückgegangen sind. Sie sehen es hier im Eishockey, die grüne Kurve zeigt, dass in den 60er Jahren von allen Verletzungen, die Eishockeyspieler hatte, 40% Kopfverletzungen waren und heute sind es 15 bis 20%. Sie werden jetzt ein bisschen erstaunt sein, warum diese grüne Kurve wieder hochgeht. Die geht deswegen hoch, weil im Eishockey teilweise ohne Visierpflicht wieder gespielt wird und das hat wieder zu einem Anstieg von Kopfverletzungen geführt. Und dann gibt es eben auch in anderen Sportarten Ideen, wie man was verbessern kann. Ich könnte jetzt zum American Football viel erzählen, da gibt es einen ganzen Haufen Trainingsstrategien, um das zu vermeiden. Okay, im Fußball ist vor allem das Thema Ellbogencheck ganz hart diskutiert. Was kann man noch machen? Man kann Schulungen machen. In Amerika ist das weit verbreitet, da sind Millionen von Leuten schon geschult worden. Da gibt es wirklich ganz tolle Programme und diese Programme, die versuchen wir jetzt auch hier in Deutschland umzusetzen. So, ich komme zum Ende. Also, leichte traumatische Kopfverletzungen sind relativ häufig. Es können körperliche, kognitive und psychische Beschwerden möglich sein.
Der Grund ist nicht, dass das Gehirn kaputt geht, sondern dass die Gehirnfunktion runterdrosselt und 2 Wochen braucht, um wieder hochzufahren. Dann, wenn sowas ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Verletzungen. Passen Sie auf, wenn Sie mehrere Gehirnerschütterungen haben, gehen Sie stufenweise ins Training zurück und wenn es Schwierigkeiten gibt, kann so jemand wie wir unter Umständen helfen. Was machen wir? Wir machen Schulungen für Trainer, wir machen Schulungen für Mannschaft, wir machen Untersuchungen vor der Saison, um Vergleiche zu haben, die dann mit den Spielern bearbeitet werden. Und wenn eine Kopfverletzung passiert, dann treten wir auf den Plan, untersuchen und geben Ratschläge und helfen bei diesem Return-to-Play-Protokoll. So, was ist das, was Sie mit nach Hause nehmen sollen? Die Defizite für Gehirnfunktion bestehen 7 bis 10 Tage. When in doubt, take them out. Wenn Sie nicht sicher sind, hat der Kopf Gehirnschüttung, ja oder nein, nehmen Sie trotzdem raus. No return to play on the same day. Wenn Sie sicher sind, das ist eine Gehirnerschütterung, am gleichen Tag auf gar keinen Fall zurückbringen, vor allem bei Bewusstlosigkeit. Denken Sie daran, dass das Zurückkehr zum Training stufenweise funktionieren soll und nicht abrupt. Und vergessen Sie nicht, dass auch eine leichte Schädelhirnverletzung eine nicht zu unterschätzende Verletzung mit dem Risiko von Dauerfolgen ist. Wenn Sie das alles mit heimnehmen, dann bin ich sehr glücklich. Ja, okay. Und das Motto heißt, es ist besser ein Spiel zu verpassen als die gesamte Saison. It's better to lose, to miss a game than the whole season. Und das ist auch das Motto in Amerika und ich glaube, da kann man schon was damit anfangen. Okay, dann bedanke ich mich herzlich.